Hallo und herzlich willkommen in Willowbrook. Es sind die 80er und wir sehen tatsächlich so einen typischen Radiowecker mit roten Ziffern drauf und die Zahl springt von 3.59 Uhr auf 4 Uhr und der Radiowecker geht an, es ist 4 Uhr und es läuft so ein typischer Jingle und schalten Sie ein auf Radio KLM und guten Morgen ihr da draußen, die ihr auf die Felder müsst. Ich begleite euch mit den besten Hits der 70er und es schmettert Led Zeppelin los und was sieht man denn im Zimmer von Harper? Im Zimmer von Harper sieht man Poster an der Wand, in dem Fall von Traktoren, so John Deere und so, bin ich jetzt auch erfahren. Und da sieht man verschiedene Poster, genau. Und ansonsten ist das Zimmer recht botanisch eingerichtet. Holzverkleidetes Zimmer, ein Schreibtisch, der aber vollgestellt ist mit Dingen, die eigentlich gar nicht benutzbar. Und ansonsten, Klamotten auf dem Boden, Schuhe, die so schlammig sind und sowas. Also das ist einfach ein sehr benutztes Zimmer. Man sieht, dass es einfach sehr pragmatisch eingerichtet ist. Einfach viel, auch von draußen hat man das Gefühl, so, da weht die Erde ins Zimmer rein. Es ist nicht, dass man irgendwie die Schuhe immer auszieht, dafür ist keine Zeit, wenn ich das soll. Das ist so das Zimmer von Harper. Ansonsten ist das so ein klassischer Radiowecker mit so einer Digitalanzeige, die so umklappt. Vor der Tür hört man schwere Schritte von Arbeitsschuhen. Die Türklinke wird nach unten gedrückt, beziehungsweise der Knopf wird gedreht. Die Tür geht auf, Licht fällt ins Zimmer und ein größerer, schlaksiger junger Mann mit etwas mehr als Pubertätsflaum im Gesicht guckt rein. Harp, aufstehen, die Kühe, ja. Die Kühe ja, warten. Ja, ich komme, bin unterwegs. Und so schäle ich mich aus dem Bett und zieh mir die Hose an, die auf dem Boden liegt und so ein Unterhemd und schlüpfe meine Schuhe und gehe eigentlich erstmal Klo draußen. Ich glaube, wir haben Klo draußen, einfach behaupten. Und gehe dann zu den Kühen auf die Rittenwege. Okay. Als du an der Küche vorbeikommst, ist deine Granny bereits in der Küche und drückt dir wie immer einen herzhaften Schmatz auf die Stirn und die Thermoskanne mit Tee in die Hand und morgen bist du aber heute ganz schön spät dran. Ja, weiß auch nicht. Ist da irgendwie schlecht geschlafen oder so? Ach, ich weiß es nicht. Ich beeile mich. Danke für den Tee. Und ich schnapp mir noch ein Pancake und stopfte mir einfach in den Mund. Mhm. Ja, du begibst dich zu den Kühen und fängst an, die Melkanlage zu bedienen und deinem Bruder zu helfen. Ungefähr eine halbe Stunde später schaut dein Grandpa vorbei. Fängt an, ja, auf Weide 3, Jungs. Da müssen wir am Wochenende mal hin. Die Zäune sind kaputt. Ah, oh, schon wieder irgendwer über die Zäune gehüpft oder was? Ist das diese Teenager da, die von der Highschool, die da irgendwie Ball spielen oder was? Er schüttelt den Kopf und meint, na, ich glaube eher, dass das wie wieder einer von den Quadfahrern von der Ölfirma war. Ah. Hör mir auf mit denen. Also zumindest gibt's Reifenspuren. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber wenn ich einen erwische, ich habe die Schrotflinte nicht umsonst im Haus. Den schießen wir runter von seinem Quad. Das steht außer Frage.
Er nickt, gibt dir einen ordentlichen Klaps auf die Schulter. Dein Bruder verzieht so ein bisschen das Gesicht. Also, du siehst ihn so zwischendrin, wie der halt so das Gespräch mithört. Hängt er nicht auch manchmal mit denen rum? Ja, schon. Wie unsicher. Oh, ich meine, ich habe den mal mit denen rumhängen sehen. Mhm. Aber... Ja, und ja, es gibt bei dir Frühstück und dann geht es auf zur Schule. Überblendung. Es ist 6 Uhr morgens. Man hört in einem Haus viel Fußgetrappel, dann schon die ersten Kinderrufe und Schreie. Dann geht eine kleine Tür auf und man sieht ein Zimmer. Etwas mädchenhaft eingerichtet, sehr klein. Und eine vorsichtige Hand streckt sich so an der Wand aus und schaltet dann so einen Lichtschalter um. Und dann geht so eine kleine Lampionkette an. Und Lisa, es wird Zeit. Mensch, jetzt mal Ruhe da drüben! Lisa, aufstehen, Schule! Ich bin eigentlich schon längst wach. Und klappe das Buch schnell zu, in dem ich gerade gelesen habe, und schiebe das so unter mein Kopfkissen und tu so ein bisschen so, als wäre ich gerade aufgewacht und streck mich und versuche so ein bisschen die Müdigkeit von den letzten 2 Stunden, seitdem ich wach bin und in dem Buch lese, so zu vertreiben und lächle meine Mutter halt an. Mhm. Ganz kurz, Anja, im OT, ja. Zieh mal dein Mikrofon bitte ein bisschen näher an deinen Mund. Noch näher? Ja. Dann. Ja. Oh ja, bitte. Echt? Ja, okay. Ja, jetzt ist perfekt. Mir ein bisschen sehr nah. Es wird wirklich viel besser. Ja, es okay. Ist, ja, genau. Sie guckt so ein bisschen, deine Mom guckt so ein bisschen vorwurfsvoll, als du so das Buch so versteckst, mehr oder minder, ne? Und nickt dir dann zu und meint so, Frühstück in 10. Ja, Mama. Soll ich mich noch um die Kleinen kümmern? Ja, das wäre sehr, sehr lieb. Das würde mir helfen. Zähne müssen noch geputzt werden. Okay. Ja, ich schwinge mich aus dem Bett und nehme meine Klamotten, die ich mir natürlich gestern Abend rausgelegt habe, nehme ich vom Stuhl und schlüpfe ganz schnell in meine Hose und ziehe mein T-Shirt über und mache mich auf ins Bad, wo die Kleinen gerade eine kleine Überschwemmung veranstalten. Mhm. Ben, im OT kannst du deine Empfindlichkeit noch ein ganz klein bisschen runterdrehen? Ja. Dankeschön. Ja, du kommst zu dieser Überschwemmung und die Kids gucken dich mit großen Augen an. Guck mal, mehr gemacht. Und patschen dann da so ein bisschen drin rum. Ja, ich versuche da nicht zu viel zu sagen. Meine Eltern sind die das Schimpfen übernehmen, sondern ich lächle das Ganze so ein bisschen weg und schnapp mir die erste Zahnbürste und das nächststehende Kind und versuche so mehr oder weniger im Rangelgriff irgendwie die Zahnbürste in den Mund zu kriegen. Mhm. Ben, man hört dich jetzt gerade atmen. Ich glaube, du bist es. Alles gut, alles in Ordnung. Du hast nur auch das Mikrofon näher rangezogen. Okay, zurück ins IT. Ja, weil ich grenzwertig laut reden muss. Und jetzt, wenn ich halt die Empfindlichkeit hochdrehe, muss ich lauter reden, dann rede ich hier so lange mehr. So, ja. Nee, runterregeln. Also, du musst weniger empfindlich werden. Ja, das ist... Genau, wenn ich unempfindlicher werde, dann drehe ich die Leiste nach oben. Ja, ja. Klar. Okay, gut, gut. Lisa kommt nach diesem ganzen Verunfalten und wahrscheinlich machst du auch noch sauber. Ja, klar. Gut. Kommst du in die Küche, so ein großer Stehtresen. Es gibt natürlich auch noch die
gute Stube, in der man halt normal isst. Aber ihr habt halt so schon relativ modern so einen großen Küchenblock, an dem quasi so alle Kinder sich dann halt versammeln, gerade so zum Frühstück. Und ja, ich scheuche so das letzte der Kinder, dass ich gerade noch so, indem ich so die Zähne geputzt habe, scheuche ich so in die Küche und heb das so auf so einen Stuhl drauf, auf so einen Tresenstuhl und wische mir dabei so ein paar Haare aus dem Gesicht, bin schon ein bisschen nass, verschwitzt. Ja, die ganzen Rangeleien waren schon nicht ohne. Und ja, schnapp mir so einen Apfel vom Tisch und hab schon meine Tasche irgendwie mitgenommen und bin schon so auf dem Weg Richtung Schule. Mhm. Ja, dein Dad kommt noch vorbei, gibt dir noch so ein kurzes Reiben über den Rücken und einen Kuss auf die Stirn. Meint so, viel Spaß in der Schule, Schatz. Und danke, verschwindet dann auch schon so durch die Tür. Ruft dann noch zu deiner Mutter. Du weißt, dass ich heute Abend länger unterwegs bin, oder? Deine Mom ruft zurück. Ja, hab ich schon mitbekommen. Gut, dann bis heute Abend, Schatz. Deine Mom ruft mir hinterher. Und Dick, vergiss nicht, auf dem Rückweg, du musst noch die Milch mitbringen. Und das Letzte, was man so kurz hört, ist, ja, und Zigaretten brauche ich auch wieder. Du machst dich auf dem Weg zur Schule. Chris. Dein Zimmer ist dunkel, die Laternen der Straße scheinen durchs Fenster, durch die Vorhänge, die nicht richtig blickdicht sind. Und ja, wie sieht es in deinem Zimmer aus? Na gut, erstmal taste ich nach meiner Brille, weil sonst sehe ich eh nicht viel. Und dann schalte ich erstmal die kleine Stehlampe auf meinem Nachttisch ein, die das Zimmer ein bisschen erhellt. Ich habe einen mittelgroßen Schrank, würde ich sagen, wo so ein bisschen Bücher drin stehen, die mich so ein bisschen interessieren. Ne? ja, ich habe einen Schreibtisch, wo ich diverse Schreibsachen mache, wo ich meine Theorien verfasse. Wahrscheinlich mit einer großen Schreibmaschine. Ja, doch, mit einer großen Schreibmaschine, das ist gut, ja. Ja, wo ich dann so ein bisschen so Sachen zusammenführe und dann so ja, überlege, wie was zusammenhängen könnte. Ja, ich habe so ein paar, sag mal, mystische Poster irgendwie so an den Wänden hängen, aber habe ich selber eigentlich noch nie so richtig beachtet. Also die Bücher finde ich eigentlich viel interessanter. I want to believe. Ja, ich meine, es könnte sowas sein. Mhm. Ja, sonst das Fenster halt mit den nicht so guten Gardinen. Sonst würde ich jetzt gerade so spontan jetzt, ja doch, das ist so das ist so das Hauptzeug, was ich habe. Noch ein bisschen Krimskram, was so ein bisschen rumfliegt irgendwo, so ein bisschen so Lupen oder sowas irgendwo zum Teil. Sowas dann halt noch. In der Schublade von dem Schreibtisch. Okay. Ja, die Tür geht auf. Deine Mutter. Sekunde. Erika kommt rein. Und Stevie? Ja. Ich hab dir dein Mama? Frühstück schon in der Küche hingestellt. Mittagessen findest du im Kühlschrank und ich komme heute Abend hoffentlich pünktlich nach Hause. Sie streicht sich so über die Diner-Uniform, zuppelt sich die ein bisschen zurecht. Du weißt, sie arbeitet morgens im Diner heute und abends geht sie bei einer der Ölfirmen in den Büros auch noch putzen. Okay, Mama. So. Heißt, dann beschäftigt. Ja, das ist halt. Papa ist ja nicht mehr da. Ja, man muss wieder rankommen. Ja, auf den warten ja schon wieder sehr lange. Mhm. Genau. Ich schätze mal, dass sie wahrscheinlich dann sich auch dementsprechend schnell dann wieder aus dem Zimmer verabschiedet.
ich ziehe mich an, gehe runter in die Küche, esse mein Frühstück, pack mein Mittagessen ein und schau nochmal kurz auf die Uhr, weil ich gerade nicht mehr genau weiß, wie spät es ist. Mach mal für mich bitte einen Flight-Check, also einen Geschwindigkeitstest. Der Mindestwurf ist eine 6. Und er würfelt eine 8. Bestanden. Du greifst dir tatsächlich deinen Rucksack ganz normal wie immer und machst dich auf zur Schule. Maggie, beziehungsweise bei Sam, klopft es an der Tür. Ein Mädchen mittleren Alters, eine junge Frau, nein, eine Frau mittleren Alters kommt herein, macht die Vorhänge auf. Darling, deine Mom möchte, dass du nicht mehr verschläfst. Sie hat mich angewiesen, dich rechtzeitig zu wecken. Oh Maria, wie oft habe ich dir gesagt, dass du nicht die Vorhänge aufmachen sollst? Ja, ich komm, ja. Sie bleibt tatsächlich stehen mit ihrem gestrengen Blick. Ihre Frau Mutter hat mich darauf hingewiesen, dass ich das Zimmer erst verlassen soll, wenn sie aufgestanden sind. Ja, und in diesem langen Jahr schiebe ich die Bettdecke auf Seite, fuschel mir einmal durch die Haare, was ich jetzt nicht mache. Ich hoffe, das ist okay. Mhm. Und ich stehe dann halt so langsam auf. Also zumindest habe ich die Füße schon mal auf dem Boden. Sie reicht das? Sie nickt. Und ich werde ihr Frühstück bereiten. Ja, ist okay. Danke, Maria. Ich warte, bis sie draußen ist. Ja, sie dreht sich dann um, geht, lässt die Tür aber ganz aktiv offen. Also dieses passiv-aggressive Tür offen lassen. Wenn sie könnte, würde sie gegen den Tür mit dem Staubsauger donk, donk, donk. Ja, ne? genau. Und Iron Power, ja, daraus mache ich was. Naja, ich bin mal ganz ehrlich. Nur weil meine Füße auf dem Boden sind, heißt das nicht, dass ich das Bett verlasse. Ich drehe mich einfach wieder um und ziehe die Decke über mich. Also, ich habe einfach keine Lust. Der Wecker springt von 5.30 Uhr, spult so nach vorne bis auf 5.45 Uhr und Maria betritt die Bühne erneut. Deine Decke wird etwas unsanft weggezogen. Junge Dame, ihre Mutter hat mich darauf hingewiesen, dass wenn der erste Versuch nicht klappt, ich ihre Bettdecke einziehen soll. Und ihr Kopfkissen. Sie klemmt sich die Decke. Ich kall mich sofort am Kopfkissen. Sie klemmt so die Decke unter den einen Arm und greift dann so nach deinem Kissen. Du so, nein, ich halte es falsch. Nach, das ist und sie so, zerrt, ja. Du darfst gerne einen Wurf auf Kampf machen. Ja, sehr gerne sogar. Das ist mein Kopfkissen. Das ist ihr Kopfkissen. Das ist mein Kopfkissen. Kurze Regelerläuterung. Wenn der höchste Wert auf einem Würfel gewürfelt wird, dann darf die Person weiter würfeln. Wir haben jetzt also eine 12 und Maggie darf erneut würfeln und das hinzuzählen. Wann nochmal genau? Ja, ich muss zweimal draufdrücken. Ich muss noch üben. Das ist insgesamt eine 18. Du hast das Kissen. Machen wir wieder weg. So, ja. So. Und natürlich hat der SL Würfel in der Nerd-Zeitalter-Farbe. Das sind. Ach, er würfelt einfach dagegen. Das sieht gut aus. Es passt farblich zu dir. 18. So.
Wir haben jetzt konkurrierende Würfe und ich benutze das, um euch ganz kurz ein bisschen was zu erklären. Im Falle eines konkurrierenden Wurfes werden die Ergebnisse miteinander verglichen. Und abhängig davon, wie groß die Differenz ist, also auch bei Schwierigkeiten, aber häufiger bei den vergleichenden Würfen, bekommt jemand den Narrativ, der das höhere Ergebnis hat. Und eben abhängig davon, wie viel das ist, darf er mehr oder weniger beschreiben. In deinem Fall sind es 9 Punkte Unterschied gewesen gerade. Warte, nee, 18 zu 7 sind 11. Oh. In deinem Fall ist das. Du kannst deine Aktion absolut smooth für dich durchziehen und darfst beschreiben, was denn so passiert. Also, während Maria an dem einen Zipfel hängt und ihn versucht wegzureißen mit einer Hand, weil in der anderen hat sie ja offensichtlich die Bettdecke, aber ich mit beiden dran gekrallt bin, warte einen kurzen Moment, bis sie sich sicher ist, dass sie es kriegen würde, und zieh es mit einem Ruck ihr aus der Hand raus und fauche sie an. Ich stolper und fängt sich so auf deinem Bett ab, lässt dabei die Decke auf den Boden fallen, springt bei dem Fauchen ein kleines Stück zurück und blickt dich sehr entrüstet an. Junge Dame, Sie sind in einer neuen Schule und Ihre Mutter möchte, dass Sie einen Start haben, der so gut wie möglich ist. Maria, mir ist egal, was meine Mutter möchte. Ich werde aufstehen, ich mache mich fertig, ich werde das Essen auch mitnehmen, aber erst gleich. In Ordnung. Sie stampft kurz entrüstet auf den Boden, murmelt etwas, während sie sich umdreht, das so klingt wie, so kann ich nicht arbeiten. Seit 2 Jahren ist sie so. Warum ist sie so? Und marschiert mit sowas vor sich hin gebrummelt aus dem Zimmer. Das Erste, was ich mache, nachdem ich das Kopfkissen wieder hingelegt habe, die Decke lasse ich liegen, wo sie ist, das fällt gar nicht auf, weil, sind wir mal ehrlich, es ist eigentlich schon hervorragend, dass sie überhaupt bis zum Bett gekommen ist. Überall liegen Klamotten, Taschen, Schuhe, keine Ahnung, was man sonst alles noch hat. Vielleicht sogar das ein oder andere angekokelte Kuscheltierchen. Und auf jeden Fall lasse ich das erstmal da liegen. Und das Erste, was ich mache, nachdem ich aufgestanden bin, ich gehe zu einem kleinen Käfig. Es ist schon ein großer Käfig, kann man eigentlich sagen. So, ich glaube, ein halber Meter mal Meter. Und öffne die Luke, also das Gitter, und sag: Na, komm her. Silver, komm. Piep, 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 piep. Und in dem Moment sieht man, dass irgendwie aus so einem Gewuschel an Wollknäuel, alter Wäsche, also wirklich Baumwollfetzen oder sowas, ein kleines Frettchen rauskommt in hellen Farben und direkt auf meine Hand, über die Hand, über den Arm, auf die Schulter, sich so ein bisschen durch meine Haare wuselt und sich dann halt quasi bei mir in den Nacken legt. Und das ist das Erste, was ich mache, so ein bisschen füttern, weil ich habe immer da was rumstehen für das Frettchen. Und dann überlege ich mir erstmal, was ich anziehe. Und das dauert wirklich etwas länger, weil ich heb Sachen hoch, guck sie mir an, lass sie vielleicht wieder fallen, nimm das nächste. Oh ja, das sieht gut aus. Ich riech mal dran. Oh nee, das sollte gewaschen werden. Das kann ich nicht anziehen. Und so vergehen halt die ersten nächsten bis mehr Minuten. Mhm. Als du dann zu deiner Schminkkommode kommst, also dich so durchgearbeitet hast, mehr oder minder, liegt auf deiner Schminkkommode so ein kleines Plüschtier an einem Ring, den man normalerweise so an seinen Schlüssel macht.
Und du erinnerst dich. Du erinnerst dich, New York. Es war der letzte, es war das letzte Silvester. Und dein Freund war mit dir am Times Square. Genau Daniel. 0 Uhr. Und hat dir quasi, es gab diese beiden Bärchen, die sich so in Umarmung hatten. Und beide hatten so einen Schlüsselring und er hat dir quasi so einen, die haben vorne so ein bisschen Klett, hat er so abgemacht und hat dir das dann so gegeben und geschenkt. Und das liegt da so und ja, dein Paarbärchen, das dich irgendwie zurückversetzt. Die gute Zeit in New York. Ja, oh, das war schon echt toll. Also da konnte man wenigstens sein, wie man wollte, egal was die Eltern gesagt haben. Und hier in diesem Kaff darf ich jetzt auch noch pünktlich zur Schule. Das überlege ich mir aber nochmal. Ach Mensch. Na, es hilft alles nichts. Ich nehme das Bärchen, pack's bei mir in eine Tasche und fange an. Mich ein bisschen zu schminken und rede währenddessen mit meinem Frettchen, ob es heute zu Hause bleiben möchte oder ob es mitkommen möchte. Und dementsprechend würde ich dann handeln. Wie? Schulsachen brauche ich ja eigentlich nicht, maximal einen Stift und Zettel, aber wer schreibt sich schon was auf? Also, naja. Und dann werde ich doch irgendwann mal so langsam runtertrotten. Nicht, dass Maria wiederkommt. Mhm. Ja, in der Küche wartet auf dich natürlich an einem gedeckten Tisch ein weißer Porzellanteller vor dir aufgebahrt. Die Toasts im entsprechenden Warmhalte, in den Warmhalteständer. Butter, Marmelade, Peanut Butter, jede Menge Wurst und Käse. Und deine Mutter sitzt an diesem Tisch. Natürlich auf der anderen Seite, auf der anderen Längsseite des Tisches. Liest in einer Modezeitschrift und blättert die so, ja, sehr, sehr wirsch hin und her. Morgen, Ma. Ah. Und ich setz mich. Ah, Sam, ist die Sonne etwa schon aufgegangen? Ich hoffe nicht. Ja, das wäre ja auch erschreckend. Schon wieder zu spät. Du weißt, noch einmal zu spät und es gibt einen Verweis. Ich zuck so mit den Schultern und fang an zu essen. Ja, so vergeht dann auch dein Morgen und du machst dich mit deinem Frettchen auf den Weg. Springen wir zu Steven. Als du an der Schule ankommst, merkst du, oh, heute war irgendwie schon so ein bisschen anstrengender als sonst. Das ist irgendwie schon ungewöhnlich warm, so kurz vor den Ferien. Du nimmst deinen Rucksack vom Gepäckträger und willst ihn dir aufmachen. Da merkst du da drin, das klingt so, als würde da so irgendwie Wasser drin rumschwappen. Dann schaue ich doch erstmal da rein. Tja, du findest eine kleine Flasche, so ein halber Liter, mit einem Elefantenetikett darauf, also mit so einem Aufkleber in Form eines Elefanten und der Handschrift deiner Mom darauf. Vergiss nicht zu trinken, ich liebe dich. XO, XO. Und natürlich ist sie fast randvoll. Vielleicht war ja deswegen die Fahrt ein bisschen anstrengend. Hast ein halbes Kilo mehr mit dir rumgeschleppt. Dann mache ich die Flasche erstmal auf und trinke erstmal einen Schluck daraus. Tja, trinkst einen Schluck. Es ist selbstgemachter Eistee, den deine Mom anscheinend gestern Nacht noch für dich gemacht hat. Und ja, ich vergaß ganz die aufgeklebten Wackelaugen auf dem Elefanten. Ich vergaß ich. Leonard Power, du bist nicht vergessen. Kommt noch. Ja, ich hab meinen Schluck getrunken,
freue mich darüber, dass es so lecker ist. Vertrieben, vielleicht ein bisschen die Augen wegen den Augen, aber finde es trotzdem irgendwie schön. Mach's zu und pack's erstmal wieder in den Rucksack zurück. Mhm. Du werf vielleicht noch kurz einen Blick nochmal so allgemein in den Rucksack, ob ich alles dabei habe für den heutigen Tag. Ja, du bist ja immer ausgezeichnet vorbereitet. Und während du so deinen Rucksack durchsuchst, merkst du tatsächlich so einen Stoß von der Seite und das hämische Gelächter eines deiner Mitschüler. Sekunde. Anja, du darfst gleich wieder mitschreiben. Ich schreibe schon die ganze Zeit mit. Ach so, gut. Tippt echt die ganze Zeit. Also das kannst du einer Perfektionistin eigentlich nicht sagen. Okay. So, schreibst du mit? Gut. Ja, das nötigt. Und in dem Kopf, okay, alles. Okay. Ja, ich dachte, wenn wir sowieso ein Wiki machen, dann schreibe ich halt einfach direkt mit. Okay. Ja. Es handelt sich um Danny Swanson. Das ist so einer in der Mittelstufe, also beziehungsweise ein bisschen, ja, so eine, zwei Klassen über dir. Und der hat halt immer wieder auf dich abgesehen. Du siehst so seine zwei, drei Kumpels, die außen rum stehen. Er hat halt die Gelegenheit genutzt, dass du dich etwas ungeschickt nach vorne gebeugt hast, ne, und hat halt dich so ein bisschen angerempelt, um zu gucken, ob du hinfällst. Und das Gelächter ist natürlich groß. Ich drehe mich erstmal um zu gucken, wer das war. Das ist Danny. Genau, ja, dann... Sag erstmal nichts und versuch meinen Rucksack zuzumachen und wegzugehen. Was denn? Was denn? Weinst du gleich? Und dann schubst er dich. Ein kurzer Schwenk. Harper. Sehe ich das? Du bist gerade am Heranradeln. Du musst einem Auto ausweichen. Siehst aber beim Ausweichen, dass Steven gerade so von Danny, deinem Typen zwei Klassen über euch, gerade so angerempelt wurde. Und du weißt, das ist einfach nur dumm. Er weiß es doch. Wahrscheinlich hat er dich einfach noch nicht gesehen. Wahrscheinlich hat er dich einfach nicht gesehen. Und ich weiß, worauf du hinaus willst, und darauf will ich hinaus. Genau, und du gibst nochmal kurz Stoff und kommst an, als dieser erste Schubser Steven so zwei Schritte zurückwirft. Steven, du siehst, wie Harper, so ungefähr 1,5 Köpfe größer als Danny, einfach so von hinten erscheint und die drei Kumpels von Danny zirp, zirp. Es wird sehr, sehr leise. Niemand außer Danny lacht noch. Ha, du bist dran. Die drei Kumpels sind still und versuchen sich sehr unauffällig in der Schülermenge zu verteilen. Ich würde mit meinem Fahrrad von hinten ran radeln und mach so eine Drehung, ne? Weil man bremst sozusagen mit dem Hinterreifen. Und würde Danny dann direkt angehen, also im Sinne von, wie heißt der mit Nachnamen? Swanson. Ah. Hey Swanson, kannst du immer noch nicht gelernt oder was? Auf die Kleinen gehen und von den Großen aufs Maul hauen oder was? Mann, oh Mann, oh Mann. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Du darfst eine Probe würfeln, ich würde sagen auf... Geschwindigkeit. Der Mindestwurf ist eine 6. Das schaffe ich. Okay. Möchtest du einen Token ausgeben, um deinen Wurf um 2 Punkte nach oben zu korrigieren? Oder neu zu würfeln? Ah, nein, warte mal. Du hast doch einen Vorteil. Magst du diesen Vorteil kurz vorlesen? Ja, 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 ja. Mein Fahrrad nicht beschützend, genau. Mhm. Ich habe jeder Charakter im Spiel hat Eigenschaften, positive wie negative,
Und ich bin beschützend in der Linie. Ist noch einen weiteren, aber in erster Linie bin ich beschützend. Wenn ich also einen Freund oder jemanden in Not verteidige, kriege ich plus 3 auf den Wurf. Das heißt, ich habe eine 7 gewürfelt und. Jetzt warst du gerade weg. Dann habe ich, also ich bin ab eine plus 3 auf dem Wurf, weil Protector oder Protection beschützend und ich habe damit dann ein 7. Okay. Gut, du warst gerade wieder abgehackt, als du den Kopf zur Seite gedreht hast. Dann muss ich das einstellen. Dann muss ich leider runtergehen. Okay. Auf jeden Fall, du hast die 7, der Mindestwurf war die 6. Und damit hast du es geschafft. Ja, dann kann ich es nicht ändern und ist auf jeden Fall so. Gut. Ja, genau. Ich habe eine plus 3 wegen plus schützend und damit eine 7. So, sorry. Genau. Und damit schaffst du deine Probe zwar nicht beeindruckend, aber du darfst beschreiben, wie Danny reagiert. Ja, ein gutes Pferd springt ja nur so hoch, wie es muss. Und wie gesagt, ich rase daran, mache meinen Turn, mecker den sehr klar an und Danny reagiert natürlich angepisst. Danny reagiert natürlich angefressen und steht er nicht so cool da vor seinen Freunden und das. Okay, du bist gerade. Gerade hören wir dich nur noch über Anja. So. Ein Token geht an Anja und einer auf Maggie. Ich dachte, ich könnte Push to Talk machen, aber Push to Talk geht scheinbar nicht. Hansa, hier sind die beiden Token, die du gerade eingelöst hast. Oh, das ärgert mich gerade. Ich hoffe, das geht jetzt. Ich rase ran, mecker den Danny ein bisschen an. Der ist natürlich angefressen, weil er sozusagen er Verlust hat vor seinen Leuten, aber er zieht den Schwanz ein und verpisst sich. Genau. Du darfst den Würfel wegnehmen. Ja, Steven, du hast das gesehen und Danny zieht auch tatsächlich ab. Ich gucke erstmal verdutzt und schaue zu Harper hoch und bedanke mich überrascht. Und sag, danke dir. Ja, da hab ich selbst erlebt. Ehrensache, versteht sich doch selbst. Danke. Mit kleinen danke. Schwachen geht man nicht. Lisa, du kommst gerade um die Ecke, so vom Fahrradständer der Mädchen, und hörst genau das. Ja, während Steven und Harper da im Gespräch sind. Moin Jungs, was los? Was los? Ja, Swanson macht mal wieder Probleme. War kurz davor, den in seinen Schranken zu weisen. Der Typ, ey. Dass er es einfach nicht mitschnallt. Das ist so uncool, seine Art. Dass die Mädels darauf stehen, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ja, ich kann die Mädels auch nicht verstehen. Das ist, so kenne ich das. Sam. Ist denn alles okay bei euch? Ja, es war wieder jemand auf der Wiese und ich fange an über die Kühe und Weide und die Arbeit zu erzählen. Und dass ich heute Morgen schon gearbeitet habe und eigentlich ist es stinklangweilig für euch, aber ich erzähle es. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Kommt drauf an, was wir auf hatten. Geschichte? Also, ja, ja, was das angeht, baue ich drauf, dass ich von dir. Streiche ihm wortlos mein Geschichtsheft. Aber nur in Stichpunkten. Ja, ja, und ja. Und wehe, du liest vor. Ja, natürlich, natürlich. Ja, ich stehe erstmal auf und klopfe mir den Hosenboden ab. Okay, du bist gerade, also eigentlich wollte ich nicht, dass du hingefallen bist. Du darfst das definieren, wenn du das möchtest. Aber tatsächlich, der hat dich nicht umgeboxt oder so. Okay, ja gut, dann stelle ich mich dazu und höre erstmal so ein bisschen zu und bin froh, dass nichts passiert ist. Okay. Sam. Du lungerst natürlich so ein bisschen am Eingang der Schule rum und
Raucht dein Charakter? Weiß ich nicht. Nein. Okay, dann kaust du da ziemlich gelangweilt einfach Kaugummi und spielst so mit deinem, Ohranhänger und dem Frettchen immer wieder und gibst dem so ein bisschen Peanuts. Und so ein Junge, so ja, 1,75, schon so ein bisschen V-Figur, so eine typische Sportlerjacke an, kommt so in Richtung der Tür, guckt dich dann an und kommt dann auf dich zu. Also sagt dein Kumpel noch so, geht mal weiter. Ich hebe eine Augenbraue und gucke ihn an. Er bleibt kurz vor dir stehen. Du bist die Neue, ne? Samantha, richtig? Ja, und wer bist du? Ich bin Danny, wir sind im Englischkurs zusammen. Kann sein, ja. Am Wochenende schon was vor? Warum? Ein Kumpel von mir macht Party und lade halt ein paar Leute ein. Du meinst so diese bunten Partys? Was meinst du mit bunte Partys? Wir besorgen fast Bier und Musik. Und wo? Ich hoffe doch auf einem Friedhof. Bei einem Kumpel? Also geht ihr nicht auf den Friedhof, feiert dort. Das würde Vater Mulligan nicht so gut finden. Deswegen macht man das ja eher nachts. Ja, aber das würde Vater Mulligan halt auch nicht gut finden. Gut, du möchtest, dass ich mitkomme. Nein, ich wollte dich einfach nur einladen auf die Party. Also, bist neu hier. Ich dachte mir, hey, sag mal Bescheid, es gibt eine Party, kannst ein paar Leute kennenlernen. Sind alles coole Typen und Mädels. Ich überleg's mir, ist das in Ordnung für dich? Ja, natürlich, natürlich. Harper, Lisa. Wir sehen uns in Englisch. Harper, Lisa und Steven haben gerade noch so die Diskussion über, keine Ahnung, warum Mädels da irgendwie, weil Bad Boys und ihr seht, Sam, die seit kurzem auf eure Schule geht, da an der Tür sitzen, Kaugummi kauen und Danny scheint sich gerade mit ihr unterhalten zu haben und geht dann tatsächlich in die Schule rein. Ihr kennt Sam aus Geschichte. Ihr habt Geschichten von mir gehört, nein. Ja, genau. Also wir sehen, wie Danny mit ihr gesprochen hat und dann weggeht. Genau. Okay, ich gehe zu Sam hin und spreche sie direkt an. Hey, alles okay? Ich weiß, Danny ist manchmal echt ein Arsch, aber er meint es eigentlich nicht so. Ich mag deine Haare. Danke. Wir haben uns, glaube ich, auch schon irgendwo gesehen. Ja, stimmt. Wir sind zusammen in Geschichte. Ah, Geschichte. Ich gehe langsam zurück und verabschiede mich aus der Konversation. Also ich meine, ich habe ja gesehen, was er gemacht hat und ich weiß, dass manchmal Jungs ein bisschen über die Stränge schlagen, aber er hat mich tatsächlich zu einer Party eingeladen. Ist das zu fassen? Ja, ich weiß auch nicht warum. Also, und in dem Moment siehst du, weil du wahrscheinlich wieder auf die Haare geguckt hast, dass sich die Haare bewegen und irgendwas Silbernes da drin ist. Entschuldige, das ist Silber. Möchtest du ihn mal streicheln? Ich heb so die Haare hoch. Das ist mein Frettchen. Habt ihr keine Haustiere hier? Doch, doch. Ich dachte nur erst, das wäre was anderes. Und ich beruhig mich wieder so ein bisschen. Ja, beide nicht, keine Sorge. Der ist ganz zahm. Muss auch nicht. Alles gut.
Ja. Ich muss jetzt leider rein, weil wenn ich nochmal zu spät komme, gibt's Ärger. Also nicht hier in der Schule, wenn du verstehst, was ich meine. Nee. Was ist denn Ärger? Zu Hause. Warum? Weil ich zu spät zur Schule gekommen bin, obwohl ich ja offensichtlich anwesend bin. Also zum Unterricht. Ach so. Kennst du das nicht? Nee. Oh. Ich dachte, das wäre überall so. Nee. Ich habe keinen Ärger mit Erwachsenen. Also nie. Ist das nicht langweilig? Und ich lächle dich ganz, ganz leicht an. Wie ist das denn, wenn man Ärger kriegt von Erwachsenen? Naja, es kommt drauf an. Also wenn ich es übertreibe, dann wird es schon manchmal schlimm. Aber nicht das Schlimm-Schlimm, sondern dann kriege ich Hausarrest, was ja total schlimm ist, wenn man immer zu Hause bleibt. Und ansonsten weiß ich nicht. Spätes Abendessen, ohne Abendessen ins Bett, irgendwie sowas. Oder sie reden mit einem nicht mehr. Was ich eigentlich ganz gut finde. Ist richtig cool, aber irgendwann merken die das auch. Das kennst du echt nicht? Aber ist das nicht ein bisschen einsam, wenn niemand mit einem redet? Ich hab doch Silber. Ah, und meine kleine Schwester, aber die wird genauso wie meine Eltern. Naja, ich bin auf jeden Fall Lisa. Magst du mit reinkommen? Sehr gerne, Lisa. Ich lass dich aber vorgehen. Du kennst den Weg besser als ich. Tja, das Klingeln der Schulglocke und ja, der Tag vergeht entweder superschnell oder so zäh wie Kaugummi. Das ist ganz davon abhängig, wie eure Charaktere so dazu stehen. Aber dann wird es auch tatsächlich irgendwann 15 Uhr und das finale Klingeln ertönt. Ja, ich bin ja relativ früh rein. Ich habe das auch mit Maggie und mit Sam und Lisa nicht mitbekommen. Auch weil es mir so unangenehm war. Also so Mädels-Talk kann ich gar nicht. Und neuer Mädels-Talk kann ich noch weniger. Außerdem hat Sam ja irgendwie schon mit Danny gesprochen und das kann ja eigentlich nur doof. Genau. Das hat sich jetzt irgendwie auch nicht während dem Unterricht verbessert oder so. Also wird jetzt irgendwie nicht toll gepunktet. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass die irgendwie ein Haustier hat oder so. Irgendwie sowas Cooles. Aber ich bin dankbar, dass es vorbei ist und würde mich relativ schnell, sofern mich niemand unterbricht, an die Arbeit machen wollen. Ich muss ja mich um den Hof kümmern. Mhm. Gehst also zu deinem Fahrrad. Genau. Ja, sofern nicht jemand, genau. Mhm. Steven, was machst du denn? Oh, ich bin am Überlegen, ob ich noch bei der Schulbücherei kurz reinschauen möchte und irgendwas Interessantes für mich finde, wo ich mich ein bisschen reinlesen kann. Mhm. Nach der Schule. Kannst du gerne tun. Was suchst du denn für ein Buch? Ah. Das Thema des Waldes würde mich so ein bisschen interessieren, ob ich da so ein bisschen was über die Geschichte des Waldes entdecken würde. Mhm. Ja, sowas in die Richtung, das suche ich. Okay. Ja, du findest so mehrere kleinere Bücher mit Märchen und Sagen, indianische Märchen und Sagen, die halt über diesen Wald hier berichten. Und hast dann halt so einen kleinen Stapel, ne? So von 3-4 so kleinen Büchlein halt einstecken. Ja. Okay, kommen wir zu Lisa. Das 15 Uhr Geläut. Also Schule aus. Ach so, ja. ist heute Nachmittag nicht Debattierclub?
Wenn Debattierclub ist, liebe Lisa, dann ist Debattierclub. Ich glaube ja. Ich guck noch mal auf meinen Stundenplan. Also ich mache so meinen Rucksack auf und hole so meinen Schülerkalender raus und ja, mach den auf, guck auf meinen Stundenplan. Also auf der einen Seite ist mein Tagesstundenplan, so mit meinen Unterrichtsfächern, und auf der anderen Seite des ist so mein Nachmittagsstundenplan mit all den Sachen, die ich so an Nachmittagsaktivitäten habe. Und guck, ach ja, heute ist Debattierclub. Natürlich. Ich kann mich auf mein Gehirn verlassen. Okay. Was macht denn Sam um 15 Uhr? Mich erstmal freuen, dass es rum ist. Sehen, wie alle flüchten, und mich dann langsam zumindest außerhalb der Schule begeben. Ich bin ehrlich, ich habe keine Lust, nach Hause zu gehen. Und naja, ich setze mich wieder irgendwo in die Nähe vom Eingang und bin halt einfach da. Okay. Ja, dann kommt Steven tatsächlich als nächstes aus der Schule nach dir. Du siehst mittlerweile diesen großen, schlaksigen Typen, den du vorhin auch gesehen hast, der diesen etwas doch kleineren mit Brille Jungen so ein bisschen anscheinend verteidigt hat. Du hattest das ja beobachtet, hast du gesagt. Genau, den siehst du tatsächlich so auf sein Fahrrad steigen und relativ langsam erstmal so losradeln. Genau, dann kommt Steven zur Tür raus. Ja gut, ich schaue mich halt immer so ein bisschen auch um, ob der Typ gerade irgendwo in der Nähe ist, also so ein bisschen vorsichtig geworden, sag ich mal, seit dem Vorfall heute früh. Dann sehe ich wahrscheinlich sie, wie sie da so, also wie Sam in der Gegend rumsitzt. Ich glaube, ich würde verbotenerweise einen Abstecher beim Bars und Stripes machen. Okay. Du gehst ins Bars und Stripes, um dir wahrscheinlich einen Burger oder einen Milchshake zu holen. Ja, ich hoffe, im Burger habe ich kein Geld, aber einen Milchshake kann ich mir, glaube ich, gönnen. Okay, gut. Und Kommen wir gleich zu. Kommen wir gleich zu, denn, wie gesagt, Steven kommt raus und sieht Sam und, Ich bin noch ein bisschen unschlüssig, was ich machen möchte, weil so der Tag selber gibt jetzt noch nicht so viel her. Zu Hause ist jetzt auch nichts wirklich groß los. Falls du Sam weiter beobachtest, siehst du, wie sie die Hand in ihre Haare steckt, die hochhebt und dann plötzlich irgendwas Helles auf ihr rumkrabbelt. Je nachdem, wie weit du entfernt bist oder nah, kannst du erkennen, dass es ein Frettchen ist. Ich glaube, ich würde das ganz interessant finden und glaube ich zu ihr hingehen und sie auf das Frettchen ansprechen. Beziehungsweise auf das Tier, weil ich das wahrscheinlich im ersten Moment nicht so richtig deuten kann. Ja, also gehe ich zu dir und frag dann im Endeffekt, was ist denn das für ein Tier? Ah, das ist Silver. Also Tier, Frettchen. Kennst du keine Frettchen? Da haben wir hier in der Gegend eigentlich weniger. Wir haben eher andere. Ich greife beherzt Tiere zu. Silver kennt das schon und halte Silver Steven hin. So richtig schön mit ausgestreckten Armen und Silver hängt so ein bisschen wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, zwar in meinen Händen, aber hier, nimm ruhig mal. Das ist total lieb. Ich bin erstmal überrascht und vor Überraschung nehme ich ihn erstmal recht unbeholfen entgegen. Siehst du, und wie flauschig der ist. Oh, ich liebe den total. Und ich merke, dass ich lächle und höre sofort auf damit. Ja, ist ein sehr schönes Tier. Ich halte ihn immer noch so ein bisschen unbeholfen in der Hand und
Weiß nicht so recht, was ich mit ihm anfangen soll. Ich tippe drauf, er wird das merken, dass du ihn unbeholfen hältst und packt sich dann in die Position, wie er gerne möchte. Mhm. Ich bin ein bisschen unsicher, aber ja, irgendwie wird das so ein bisschen was und ich streichle ihn immer so mit der anderen Hand so ein bisschen im Nacken. Na, siehst du, er mag dich. Ah, wenigstens einer. Ja, ich hab das mitgekriegt heute früh. Ach, die Großen. Manchmal nerven sie einfach nur. Nur weil man. Manchmal sind es einfach halt Arschlöcher. Ja. Vor allem, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut. Ne, wieso? Was heißt denn das? Ja, weißt du, es gibt ja so Gerüchte hier in der Stadt und ja, einfach so, weißt du, so Sachen, die nicht so wirklich passen in meinen Augen. Weißt du, was ich meine? Nee, aber erzähl mal. Ich bin neu, ich weiß hier nichts. Lass wir hören. Ja, das ist, also mit der Ölbohrindustrie, da gibt's so, ja, da gibt's ja hier unser Black Hole, also diesen Teerteich, der sehr mysteriös ist. Dann, ja. Finde ich eher cool, aber okay. Was verschwindet? Es gibt so einen Tierfriedhof. Wo sehr mysteriöse Sachen passieren. Silver, keine Sorge. Du kommst da nicht hin. Angeblich gibt es Berichte, dass Tiere da schon begraben worden sind und danach wieder aufgetaucht sind. Das ist ja cool. So richtig lebende, tote Tiere. Ja, aber das ist... Warst du schon mal da? Ich war in der Nähe auf jeden Fall, aber selber habe ich mich aktiv noch nicht wirklich so hingetraut. Ich bin noch Erkunden. Jetzt? Wir können hin. Gerne. Ich meine, wir haben Tag, was soll schon passieren? Die kommen ja meistens nachts raus. Ja. Gut. Möchtest du Silber wieder abgeben oder behalten? Ich gebe zumindest für die Zeit. Genau, ich gebe dir Silber erstmal wieder so ein bisschen zurück, weil das dann doch dann noch zu viel ist. Und wirklich so ganz schnell, wie du es gar nicht gesehen hättest, über den Arm wieder hinten in den Nacken rein. Gut, dann lass uns auf einen Friedhof gehen. Gerne. Dann hast du ein Fahrrad? Oder bist du mit dem Fahrrad da? Oh. OT, bin ich mit dem Fahrrad da? Bist du mit dem Fahrrad da? Ich bin gewohnt, chauffiert zu werden. Das Privileg, junge Dame, hat sie sich bei zweimal zu spät kommen wohl verspielt. Also, ne, das ist... Gut, also ich bin mit dem Fahrrad da. Dann, Ja. Führe ich uns dahin, würde ich sagen. Das ist gut. Und ich packe mein Frettchen in den Bastkorb, also auf jeden Fall hölzernen Korb vorne, den ich dran habe am Fahrrad. Und dann guckt es so leicht so mit den Pfötchen vorne festhalten, mit der Schnute in den Wind raus. Oh, süß. Ihr fahrt am Bars and Stripes vorbei. Und ihr dürft beide mal... einen Wurf auf Klugheit machen. Das ist so geil, das sind wir drei und ein W20 ist. Ja, ist schon ein bisschen, ne? Im ersten Moment kurz überlegen, wer was hat, und dann fallen euch die Farben auf. Und dann wisst ihr, wer hier der Kluge ist. Ja, Steven ist ja grundsätzlich ein eher sehr, sehr vorsichtiges Kerlchen. Und du versuchst ja auch mit den Augen überall zu sein, einfach um Gefahren aus dem Weg zu gehen. Du darfst deinen Würfel wegnehmen. Genau. Also blickst du dich natürlich auch so ein bisschen in die Seitenstraßen immer mal wieder und du siehst tatsächlich das doch sehr auffällige Fahrrad von Harper direkt beim Bars and Stripes stehen. Sehe ich nur sein Fahrrad oder sehe ich auch ihn irgendwo? Sein Fahrrad steht da. Hm.
keine Ahnung, wenn du langsamer fährst, könntest du mich vielleicht durch die Scheiben sehen, aber das muss so ein bisschen. Ich würde Sam sagen, dass wir mal ganz kurz anhalten, weil Harper da ist und ob er vielleicht Lust hätte mitzukommen, ob das für sie okay ist. Ja klar, wer ist Harper? Der Junge, der mich heute früh geholfen hat. Ah, der Feldjunge. Genau. Okay. Ich warte hier, ist das in Ordnung? Ich glaube, ich darf mit dem Frettchen nicht rein. Ja, das könnte zu Problemen führen. Das habe ich hier schon gelernt. Ja, in New York ist das nicht so, aber das brauche ich dir, glaube ich, nicht erzählen. Na, lange Geschichte. So, ich bin bis jetzt nur hier gewesen. Aber vielleicht noch im Nachbardorf. Das tut mir sehr leid für dich. Mach mal ganz kurz die Hilfe. Wie hieß das Nachbardorf? Ja, wie hieß... Ich war nur frag die Streberin. In Grinnell Point, aber naja, reden wir darüber lieber nicht. Mhm. Wir springen ganz kurz ins Innere des Bars und Stripes. Denn Frau mittleren Alters steht gerade hinter der Bar, Harper, und hat dir deinen Milchshake hingestellt. Und als du gerade so das Münzgeld so auf die Hand machst und so ein bisschen abzählst, guckt sie so über deine Schulter und winkt so ein bisschen nach draußen, so durch die Scheibe, guckt dich dann an und meinte so, Harper, Steven ist draußen. Sie guckt etwas genau hin. Mit einem Mädchen? Du stehst vor der Mutter von Steven. Ja, ahnte ich bereits. Ich würde mich kurz umdrehen. Steven. Und komm rein. dann gehe ich geschwind rein. Ja. Hallo Schatz. Und ich winke auch der Sam zu. Ich heb die Hand ganz enthusiastisch und lass sie wieder sinken. Mach das auch, keine Ahnung. Sie hat ihr Frettchen dabei. Ich glaube, deswegen möchte sie, oder deswegen kommt sie gerade. Sie hat ein Tier dabei? Ja. Ach was. Ja. Das ist ja spannend. Silver heißt es. Silver? Ja. Es ist okay. Sehr, sehr flauschig und sehr flink. Ich hatte es schon in der Hand. Ja, gut, dann trinke ich aus und ich glaube, ich unterhalte mich noch mit dir. Wir möchten zu dem Friedhof, wo ich dir schon mal erzählt habe. Fand es Sam sehr interessant. Weiß doch hier diese Geschichte mit den Haustieren, wo die begraben worden sind, die dann angeblich wieder aufgetaucht sind. Ja. Hast du auch nie von gehört. Ich. Okay. okay. Steven, waren wir nicht mal schon mal auf der Wiese? Nein, bis jetzt noch nicht, nein. Sicher, dass wir das nicht schon. Das hat sich. Okay. Ja, ich versuche so ein bisschen Steven von der Unsinnigkeit der Idee zu überreden, indem ich ihm, ist doch nicht so viel. Wo soll das denn sein? Rundrum ist Ölfelder, die gehören den Montgomerys und Smith. Dann haben wir den Bürokomplex, einen Brunnen, also ein Geysir, ein Teerloch und einen Park mit Wasserfall. Das war die Stadt. Das ist am Rande des das ist ein kleiner Weg in im dunklen Wald, also nicht wirklich tief drin, aber der Wald. So ein bisschen so ein paar. Immer wenn die langweilig wird, erzählst du mir vom Wald. Ja, das wäre die Lösung deiner Welt im Wald. Aber na gut. Na gut, ich trinke aus. Ja, von mir aus. Soll sein. Ich komme mit. Stevens Mom schiebt dir so die Münzen wieder zurück und meint, geht auf mich. Ah, danke. Ich freue mich und kassiere die Münzen wieder ein. Mhm. Danke, Mom.
Tschüss, Schatz, bleib nicht zu lange weg. Mach ich. Also mach ich nicht so rum. Mhm. ja. Ich gehe schnellen Schrittes zu Sam und sag, hey, ich bin, ich schüttel dir die Hand, die so energisch. Und genau, wenn du die Hand einfach nimmst, dann wird die auch energisch verschüttelt. Und hast da keine Wahl so. Und ich bin Haber. Hi. Schön, dich kennenzulernen. Hallo, Hab. Du darfst die Hand wieder loslassen. Ach so. Oh. Entschuldigung. Danke. Entschuldigung. Oh. Ich hab gehört, du hast ein Tier. Ja. Wo? Kennst du dich damit aus? Ja, schon. Schon Tiere kann ich. Ja. Ich mach's schon so. Gut. Und dann läuft das Frettchen hier so über den Arm, bleibt auch genauso hier erstmal stehen, als ob wir es irgendwie mal geübt hätten, sodass Harp Silber begutachten kann. Ich halte meine Hand hin und dir fällt ein, dass du ja noch ein paar Peanuts einstecken hast. So genau in deiner Tasche, weil du hast ja gerade so, ne? Genau, würde meine Hosentasche greifen und dann hole ich, keine Ahnung, ein Seil raus und Würfel und keine Ahnung, Krimskram, so allerlei Scheiß. Aber eben auch Münzen und auch ein paar Erdnüsse. Und ja, die halte ich ihm hin. Und genau. Es ist ein Tier wie ein Staubsauger, also dementsprechend. Ich bin aber auch heiße gut mit Tieren. Also wirklich. Wenn ich was kann, dann sind es Tiere. Also das sieht quasi so aus, als würde, also du hattest Silver ja auch schon mal beim Tierarzt. Er verhält sich mit dem Frettchen genauso natürlich wie der Tierarzt. Okay. Ja. Ich mache so ein ganz kleines Quietschgeräusch und dass Silver sofort weiß, er darf auch auf Harper rumlaufen. Und dann macht er das und quasi ohne es vorher anzukündigen für Harper. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, er macht es einfach. Ja. Mhm. Ja, dann läuft er halt so ein bisschen am Rücken rum und macht und tut. Und ja, ich würde dem mit so intuitivem Angucken und so Sachen sagen wie, ja, du musst mal nach den Krallen gucken irgendwie. Ich glaube, die eine Kralle da ist so ein bisschen, schau da mal bitte genauer nach. Und, ja, mach ich. Würden die zurückgeben, so. Schön, das Fell ist gut. Gutes Fell. Ich schaue einfach das Fachsimpeln über das Tier. Genau. Ja. Und dabei vergeht eine halbe, dreiviertel Stunde. Und da kümmert sich der Hansa drum. Kommt Lisa tatsächlich nach dem Debattierclub am Basen Stripes vorbei und sieht da eigentlich so mit den Hintern auf den Mittelstangen ihrer Bikes, so ein bisschen sitzend, teilweise so auf den Außentischen, die da so stehen, und sich da anscheinend herrlich mit einem Frettchen amüsieren, und Steven wirkt so ein bisschen, aber ich wollte doch eigentlich was ganz anderes. Ja, wir fahren doch jetzt auf den Friedhof der Kuschel, keine Ahnung. Na gut, gerade sind wir ja noch vertieft in unser Gespräch. Ja, aber das ist ja jetzt der Plan. Das fällst du euch vor und zeigst mir, wo das sein soll. Und genau. Also wie gesagt, also Lisa kommt halt dazu. Ja. Hi. Dein Mikrofon springt gerade gar nicht an. Ich hatte mich eben stumm geschaltet, damit ich das nicht immer so im Wechsel mit aktiviert wird, als Ben gesprochen hat. Ich fahre auf der anderen Straßenseite und gucke so ganz vorsichtig, ob denn auch kein Auto kommt, und fahre so einen ganz vorsichtigen Bogen und stelle mein Fahrrad ganz ordnungsgemäß ab und mache mich dann auf den Weg zu den dreien und so, hallo, was macht ihr denn hier? Hi. Hi, Lisa. Ich wollte Sam den Friedhof zeigen. Ja. Ich habe gehört, da sollen die gestorbenen Tiere wieder auferstehen. Hä? Hast du noch nie von gehört? Hi, Lisa. Für ein Friedhof? Hallo, Lisa. Schön, dass du da bist. Hi. Ja, das ist... Ja. Das habe ich doch mal erzählt, da dieser Friedhof
am Rande des dunklen Waldes, wo doch manche ihre Tiere begraben haben und diese Tiere dann wieder aufgetaucht sein sollen. Steven, wo hast du das gelesen? Das habe ich in diversen Geschichten gelesen und diversen Märchen. Und es gibt auch so ein paar, meine Zeitzeugen ist der falsche Bericht, ja, so ein paar Leute, die davon erzählt haben. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Das klingt voll spannend. Habe ich noch nie von gehört. Ja, also. Das ist aber auch spannend. Ja, das sind schon zwei, die davon noch nie was gehört haben. Sven, lass die Kamera, die findet sich gleich. Da ist sie. Ich habe da auch noch nie was von gehört, aber ich vertraue da einfach auf Steven, dass das stimmt irgendwas dran sein. Ja, ich habe da halt ein bisschen recherchiert, weil mich das interessiert hat. Wo denn? In der Bibliothek, diversen alten Zeitungen, wie gesagt. In der Bibliothek. Ja. Now I'm intrigued. Wo soll das denn in der Bibliothek stehen? In meiner Hood. Du wohnst in der Bibliothek? Naja, quasi. Wenn ich nicht zu Hause bin, dann ja. Ah, okay. Ja, man muss einfach an den richtigen Stellen suchen. Man muss auch mal zwischen den Zeilen lesen. Ja, es ist das sind versteckte Nachrichten, die da übermittelt werden. Komm, lass hinfahren, sonst muss ich nachher wieder die Kühe reinholen und dann muss ich früher weg. Los jetzt. Das finde ich gut. Habt ihr denn schon Hausaufgaben gemacht? Ja, mache ich nachher. Die machen wir dann danach. Was für Hausaufgaben? In Englisch? Und in Mathe? Ja, die machen da habe ich wohl nicht selber aufgepasst. Ja, Englisch kann ich ja schon. Na komm, lasst uns mal fahren. Ja, dann würde ich mich aufs Fahrrad schon mal wieder drauf schwingen. Würde die anderen mal wieder vorne rein. So anschauen. Und warten, bis sie auch auf den Fahrrädern sind. Ja, widerwillig, aber doch einfach, weil ich zu neugierig bin, schließe ich mich den anderen an. Habt ihr denn zu Hause Bescheid gesagt, dass ihr später kommt? Meine Mutter ist eh nicht zu Hause. Und außerdem, da ist sie ja. Ich wink so ins Diner rein. Als sie das sieht, winkt sie zurück, wie immer. Wann müsst ihr denn zu Hause sein? Ich gucke auf die Uhr. Sonnenuntergang? Ja, die Kühe müssen halt noch reingeholt werden, ne? Und dann muss ich noch irgendwie ein, zwei Sachen vielleicht nochmal pflügen, aber ja, mal gucken. Weil eigentlich habe ich nicht viel Zeit. Ja, dann nur eine Stunde, aber wirklich nur eine Stunde. Ja. Als ihr euch dann endgültig auf eure Fahrräder macht, schwebt die Kamera zuerst über euch, kippt dabei und bewegt sich so diese Main Street entlang in Richtung des Waldes am Horizont. Man kann den Wald von oben sehen und man sieht in dem Wald eine kleine Lichtung. Auf dieser Lichtung sieht man eine Person. Schwarzer Hoodie, Kapuze hochgezogen, nur von hinten. Und wir haben eine Ausblende. Und damit endet die erste Episode Kids on Bikes Willowbrook. Ich bedanke mich bei euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ben, du bist noch gemutet. Ciao. Ciao. Danke fürs Einschalten. Tschüss.